Nun werde ich ganz schnell die Kinder fertig machen. Das ist mindestens noch eine Stunde. Dani. Toll, was ihr alles habt. Gell? Bin ich altmodisch. Aber Kameras kennst du ja. Toll. Wunderbar. Johannsen, für die Ewigkeit. Ja. So, meine Lieben, guten Morgen. Ich will mich gerade fertig machen. Der Gianni, den muss ich gleich auch noch anziehen. Der macht Quatsch. Gianni, nicht sagen. Die Johanna hat heute Geburtstag und da sind die ersten Gäste schon da. Ich will mich so ein bisschen machen und versuche meine Haare aber auch etwas runterzukriegen, damit ich nicht aussehe wie so ein Kugel. Also dementsprechend habe ich noch einiges vor mir. Ich wollte einfach mal die Kamera hier mitlaufen lassen und mal gucken, ob ich das verwenden kann für meinen Beauty-Kanal. Ich habe ja auch im Sommer schon Videos gedreht. Oh, sieht schön aus. Yeah, sieht echt schön aus. Ah, gestern, wo waren wir denn da? Bei Müller. Gab es, glaube ich, einen Spiegel. Der war von der Qualität her nicht so gut, aber er war in dieser Farbe und der hätte jetzt hier so gut reingepasst, weil man meinen Spiegel im Bild sieht, wo das auch was zu übernimmt. Okay, dann filme ich jetzt mal mit der und die mache ich mal aus. Ich habe mich jetzt mit Höhen und Tiefen zu Ende geschminkt und nun werde ich ganz schnell die Kinder fertig machen. Das ist mindestens noch eine Stunde. Denn die Köpfe, die Klamotten und alles drum und dran. In der Zeit könnte aber eigentlich Achelia ganz schnell mit der Isal zu Penny laufen, weil wir brauchen auch noch Lindschokolade. Die Johanna liebt Lindschokolade und die sollen ihr was holen. Und ich mache in der Zeit die anderen fertig. Ja, so machen wir das. Und ich trinke noch einen Kaffee, denn ich hatte erst einen halben. Oder einen hatte ich schon. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ne. Die Itzi und ich passen zusammen. Warte, ich checke kurz meine Frisur. Hey. Hey. Das Schwarz steht dir gut. Es ist halt Itzis Kind, ne? Genau. Wir haben so einen legeren Dutt gemacht. Meine Schuhe sind nicht dreckig, nehme ich vorne. Soll ich die ein bisschen sauber machen? Mhm. Okay, die Achelia holt Lindschokolade und ich habe jetzt bis auf Gianni alle fertig gemacht. Der Gianni hat sich selber angezogen, deshalb sieht er farblich nicht passend zu uns aus, aber er hat sich geweigert, es zu wechseln, weil er rubbelt. Und ich trinke jetzt noch ganz schnell meinen Kaffee, bevor, da kann ich euch die einzeigen. Nicht darauf achten, dass die Fenster geputzt werden müssen, das geht nonstop so. Und ich kriege die Fenster nur mit einer Drahtbürste sauber. Das ist so heftig. Der Klausi hat uns Lindschokolade für seine Mama geholt, denn die Achilla durfte keine kaufen. Sie hat welche von Milka nur kaufen dürfen, weil überall Alkohol war. Daran habe ich gar nicht gedacht. Und nun gehen wir rüber und später wollen wir gleich noch ein Foto machen. Und Itzi hat mir wieder eine Kette verpasst. Peace! Peace, peace. So, Achilla habe ich jetzt auch schnell umgezogen. Echt? Sag mal, Achilla. Achilla hat die neuen Sachen, die ich damals im Sale im Sommer bei 40 Grad gekauft habe und sieht das nicht gut aus. Oh, nur sie braucht neue Schuhe. Komm her, Gabumi. Dani. Wow, mein lieber Mann. Hallo. So. Johanna, schick siehst du aus. Hallo. Ich komme auf deinen Schoß. Hallo Geburtstagskind. Für dich? Ja, ja. Extra für dich hübsch gemacht. Guck mal, nur der John hat sich selber angezogen. Sonst dachten wir machen hier. Ich bin da mal der Johannchen. Wo ist die selbst? Hey! Was du merken, Johanna, wie geht's dir? Guck mal, die Kinder. Seit wann bist du denn wach? Heute Morgen 9? Wann geht's sie auf? Keine Ahnung. Ja, sag mal. Willst du was essen? Willst du Kuchen? Was denn? Einen tollen Kuchen, leckeren Kuchen. Könnt ihr euch beziehen. Mit Kaugummi. Hier, schau mal. Ein Kaugummi hast du.
Ja, probier. Oh, schlag zu. Der ist wirklich lecker. Können wir probieren. Das ist alles eine besser als was ist, ist da irgendwas nicht Schwein? Nee, leider ist es alles Schwein. Alles Schwein, oh. Das ist blöd, macht ja. Macht nix, nee, macht nix. Ich wollte auch was anderes noch holen, aber der hatte wirklich... Weil oft machen die ja noch aus Pute was. Aber hier, genau. Grillen, ja. Aber der Fisch, guck mal, der ist nicht gegrillt. Der ist... Magst du aber gerne probieren? Aber wir kaufen mit dem Fahrrad gar nicht so gut, ne? Nee. Nee. Ja, okay. Schick. Schick, schick, schick und lecker, lecker, lecker. Das schmeckt lecker, ne? Das ist dein Lieblingskuchen, Johanna, oder? Du schmeckst ja. Nach Hause. Willst du nicht? Toll, was ihr alles habt. Gell? Bin ich altmodisch. Aber Kameras kennst du ja. Toll. Wunderbar. Johann, für die Ewigkeit. Ja. So schön. Wir machen gerade Zuckerwatte. Aber diesmal nicht mit braunen, sondern ich war vorhin beim Penny und habe normalen Zucker geholt und das. Ja, wir finden das alle besser, weil mit dem braunen Zucker bilden sich so Zuckerklumpen, also richtige Zuckerklumpen. Hier ist das einfach normale Zuckerwatte. Guck, Leute, zeig mal. Guck, das ist die Zuckerwatte. Macht Jan jetzt mit oder nicht? Ja. Ja. Guck, da sieht man auch. Das ist der Zucker, der geht viel leichter ab. Und okay. Wir machen das Teller. Ich darf mein alles rein. Das sieht so schön aus. Ich darf alles rein. Selin! Oh, lecker, lecker, schmecker, schmecker. Ich bin jetzt gerade zu Hause angekommen. Leider schaffe ich es nicht mehr, das Video zu schneiden, aber es war so schön bei Johanna. Wir waren bis eben da und ja, also 93, das wird man nicht zweimal im Leben, zwar wird man keinen Geburtstag zweimal feiern. Ja, so ein großes. Also feiern schon, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich und Jani uns hingesammelt. Echt? Ja, ich will aber noch mehr. Und du siehst immer noch so süß aus. Mach mal deinen Mund in diese Richtung. Knutscher, los. Der Papa hat dich noch gar nicht gesehen, ne? Nein. Geh mal zu Johanna, zeig dich da nochmal, die hat Besuch. Los! Ja, komm! Nein, ich will keine Zuckerwatte jetzt. Und ich will Zuckerwatte. Später. Komm, geh mal mit Celine hin zu Baba, los. Okay, danach, komm. Geh mal ganz kurz zu Baba, zeigt euch mal. Mama, wenn es fertig ist, dann ist es das. Warum ist mit Balu so dunkel? Ich weiß es nicht, mein Schatz. Bowser! Ja, Johnny, ich hab dir Wassermelone gekauft. Liebst du mich jetzt noch mehr? Und wie findest du Izzy? Hübsch. Baba, Baba. Ja, Schatz. Wo kommst du gerade hin? Unten in die blaue Tonne, mein Schatz. Nein. Ach, komm schon. Ich gehe mit Klausi tanken, ja, der will mir doch Tank ausgeben. Ja, Achea sitzt und lernt für einen Mathe-Test. Und wir wollten eventuell rausgehen, der Idris hat mir auch sein Auto da gelassen. Aber wir haben uns doch dagegen entschieden, denn Achea und ich, wir haben auch noch Bauchschmerzen. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht der Fisch war. Gehen wir nicht noch hin. Jetzt ist es ziemlich spät, lohnt sich nicht mehr, weil die Läden gleich alle zumachen. Ich dachte, wir gehen in Luke. Jetzt ist zu spät. Was denn? Ich wollte ins Loop. Oh. Mama, oder bis wie viel Uhr haben die auf? Gib mir mal schnell mein Handy, wenn die bis 9 aufhaben. Weil die Asche ist schon seit 2 Stunden dran, ne? Oder 1,5, 1 Stunde. Sollen die alles machen? Das waren echt übertrieben viele. Das glaube ich auch. Was denn? Die Seiten. Nein. Die kann ja morgen noch, auch noch lernen. Schreibst du am Montag? Heute ist der 15., 16., nee, dann erst am Mittwoch oder so. Gibst du mir mein Handy? Nee, Mittwoch. Ja. Bin ich da? Ja, aber ich will gucken, wann Luke heute... Ja, nimmst du mir mein Handy? Ja, mit dem Schuhen ist es dunkel. Wir haben uns wirklich entschieden, doch noch in den Zug zu fahren, weil es bis 9 Uhr aufhört. Ich gucke ganz schnell nochmal, ich brauche Baris. Achea, ja.
du musst den Kindersitz reinmachen. Schaffst du das? So, es gibt nämlich nichts über Bades im Loop. Manchmal schaltet es nämlich von da und konnte nichts kaufen. Wir sind angekommen und der Jan lacht sich kaputt über jemanden, der einen Parkplatz sucht und den, der hier frei ist, einfach nicht nimmt. Ja. Voll witzig. Oh, hat er nicht gesehen. Siehst du mal. Okay, wir gehen rein, weil wir haben eine Stunde. Reicht. So viel Kohle haben wir nicht. Mama, nicht uns habt ihr den Spaß haben. Ich hab gerade mit der Kamera. Zicke, zacke, zicke, zacke, zack, 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 Gianni. Oh, alle so süß. Acha, du brauchst neue Schuhe bei Dings. Komm, gehen wir zu New Yorker. Diese günstigen Schuhe, die sind so schön. Shopping-Kart. Ja, Thea möchte unbedingt Kinderschminke und da gibt es die dann bald etwas reduziert. Mama! Thea hat ein Oberteil an, das sieht richtig hübsch aus und jetzt machen wir weiter. Wir haben einiges für die Thea gekauft, nur Schuhe nicht. Eigentlich wollten wir ja nur Schuhe. Aber irgendwie geht es ihr nicht so gut. Gerne wollt ihr? Ja! Mama, ich hab gerade so ein Teil. Wow. Ja, Eintritt ist frei. Wollt ihr nicht erstmal eine Runde fahren? Eine Runde fahren. Das wackelt aber. Wie machst du das? Ich wollte, weil ich jetzt anfange, ja auf meinen anderen Kanal wieder zu drehen, wollte ich so ein bisschen Deko. Und diese Deko ist ganz cool, weil ich kann sie bei mir erstmal im Hintergrund machen und dann ganz normal für uns zu Hause auch auf den Esszimmertisch vielleicht so drauf machen. Ja. Also die machen jetzt hier alles zu. Wir hatten echt einen schönen Tag. Die Athea ist jetzt wieder ein bisschen schlecht drauf, weil sie noch ein bisschen Schmerzen hat. Aber ja, ansonsten war es ein sehr, sehr schöner, spontaner Ausflug ins Loop. Am Auto angekommen. Oh, das Auto hat jetzt so schöne Felgen. Ja, zu lachen gibt es da eigentlich nicht. Dann, stopp. Hier. Komm, wir müssen uns beeilen. Ich bin schon lange mit den Kindern zu Hause und wir haben ein bisschen was gegessen. Ich habe heute tatsächlich nichts gekocht. Wir haben uns eigentlich nur den Kuchen ständig reingezogen. Wir haben ihn teilweise auch erwärmt. Das schmeckt er nämlich richtig gut. Und ich wollte euch ganz schnell zeigen, was ich dann für die Achea und mich gekauft habe. Und ein Oberteil für die Salim. Einmal so Socken. Also ich kaufe in der letzten Zeit so viele Socken, aber es zahlt sich aus, weil meine Kinder ja, der Boden ist hier wirklich hier und im Kindergarten bei uns in Krummstadt ist der Boden so dreckig. Die Kinder haben immer schwarze Socken und das sieht auch irgendwann dann nicht schön aus. Deshalb sortiere ich immer wieder. Obwohl, jetzt habe ich lange nicht mehr aussortiert. Aber für 1 Euro kann man da echt nichts sagen. Vorher 5 Euro. Dann noch ein T-Shirt. Einfach mal für die Zelle mitgenommen. Ist natürlich noch ein bisschen groß, aber zum Schlafen wird das richtig süß aussehen. Oder auch eigentlich so. Aber da es mittlerweile ein bisschen kälter wird, denke ich mal, kann sie das auch als Schlafanzug benutzen. Dann fand ich dieses Teil sehr süß für die Achelia. Und da der Akku leer geht, zeige ich euch das ganz schnell. Also das hat, glaube ich, 16 Euro gekostet. Ne, 14,95. Dann fand ich dieses Oberteil richtig schön für sie. Das hat 4,95 Euro gekostet. Ich fand es halt auch super, dass das Ganze bestickt ist, weil ja, die anderen Sachen gehen schnell kaputt. Dann eine Sache für mich. Genau, die kann ich euch zeigen. Also einmal so ein Männer-T-Shirt. Hinten auch so eine Schrift. Finde ich richtig gut, weil ich dieses Camouflage mit Weiß und Rot schon von einer Jacke her kenne. Da weiß ich, dass es einfach gut aussieht. Und eine Leggings in
in diesem Jahr so einen Stoff. Fand ich nämlich vom Preis her super, nur 12,95 Euro gekostet und ich trage diese Sachen mega gerne. Sie gehen aber ziemlich schnell kaputt, aus diesem Grund habe ich sie mir jetzt geholt, weil so günstig gibt es sie bei Mango und überall nicht. Und hallo, die sehen im Endeffekt alle gleich aus, das ist einfach nur eine Leggings. Und das hat 5 Euro nur gekostet, von 10 Euro. Und alleine schon das zusammen mit einer, mit Sneakers. Perfekt. Dann für die Achea noch so ein T-Shirt, fand sie nämlich total süß mit den Äffchen. Auch 4,95 Euro hier. In XS oder XS, weil XXS war größer. So, und jetzt noch die letzte Jacke, geschafft hier ist. So eine, reduziert. Kann ich sogar, glaube ich, anziehen. Die ist aber für die Achea und hat nur 14,95 Euro gekostet. So, das war der Haul von New Yorker. Dann war ich noch bei Depot. Depot heißt das, ne? Da fand ich richtig viele Sachen toll, aber ich glaube, das habe ich gesagt, die hatten nicht alles irgendwie da und wir waren ziemlich spät auch schon dran. Deshalb habe ich das auf nächste Woche verlegt, weil da sollten die Vasen bekommen. Jetzt waren irgendwie gar keine mehr da. Nur im Schaufenster, aber dort nirgendwo zu kaufen. Und dann gehe ich nächste Woche mal hin, dann werde ich nämlich ja noch ein paar Videos drehen. Ich habe so einen coolen Plan mir gedacht und ich glaube, das wird echt gut. Ja. Also alles, was ich eigentlich früher anders machen wollte, mache ich jetzt doch anders. So ist das Leben. Und ich bin diesmal mit den Haaren am besten zufrieden. Ich habe nämlich einen Trick angewandt, weil die mir oft einfach nicht so gut gefallen haben. Und jetzt fühlen die sich so super an. Und ich glaube, die sehen auch besser aus als die anderen Male. Es war jetzt nur ein Test. Ich werde das Ganze nochmal verstärken und euch dann sagen, wie ich die Locken denn mache. Weil sonst ist es ja klar, ein Eisen. Aber um damit sie so ein bisschen anders aussehen und so cool fallen und sich schön anfühlen, muss man dann doch etwas in die Haare hinein machen. Und da bin ich noch ein bisschen am Experimentieren. Wenn es ausgetüftelt ist, werde ich euch davon berichten. Okay, der Akku ist immer noch da. Ich überlege, ob ich... Ich verabschiede mich jetzt. Weiß aber nicht. Vielleicht komme ich nochmal wieder. Nee, ich verabschiede mich jetzt. Es ist echt... ich werde gleich die Kinder fertig machen. Mich auch. Genau, mich auch. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ich entschuldige mich noch einmal, dass heute kein Video online kam und werde daran arbeiten, dass es nach und nach immer pünktlicher wird.